Wir werden Müllkippe ins Außenfitnesscenter. Ja, das sind echt tolle Aufträge. Robert Balboa. Warum schreibt er nicht gleich Rocky davor? Hallo, zusammen mit unseren Nachbarn haben wir beschlossen, die Müllkippe vom verlassenen Grundstück neben unseren Häusern zu entfernen. Wir haben die Erlaubnis der Behörden, dort ein Fitnessstudio im Freien zu betreiben. Wir haben bereits viel Geld dafür aufgenommen, aber wir brauchen jemanden, der sich um die Implementierung kümmert. Sie müssen den Müll entfernen, die richtigen Oberflächen aufbauen, Trainingsgeräte aufstellen und so weiter. Wir setzen auf fruchtbare Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist auch ein Schreibfehler, ne? Wahrscheinlich war das hier ein Buchstabendreher. Soll wahrscheinlich furchtbare Zusammenarbeit heißen. Wird bestimmt. Oh Gott, Alter, sieht das aus. Alter, sieht das aus. Okay, hier müssen wir wesentlich nicht mit dem Wischmopp durch. Das finde ich schon mal ganz angenehm. Uiuiui. Doch, hier müssen wir mit dem Wischmopp durch. Ach, doch. Gut, alles klar. Jetzt muss ich echt jeden einzelnen Kram hier auch noch. Ist unglaublich. Da kommt sogar der Rechner nicht mehr hinterher. Warum? Ist eigentlich nichts Aufwendiges hier. Nimm die Schaufel aus. Nein. Nimm die Schaufel. Ich soll die Schaufel ausnehmen. Ich soll die Schaufel tatsächlich ausnehmen. Mache ich natürlich nicht. So. So. Ja, klar. Na, Sigi. Unkraut. Reißen auch gleich alles raus. Alles ein bisschen tot hier, ne? Ein bisschen. Ist gar kein Ausdruck mehr. Hier ist alles sowas von tot. Wäre es noch toter, würden wir im Land der lebenden Leichen hier wohnen. Also, Alter, finde. Alter, diese Aufträge. Diese Leute. Wer wohnt denn so? Ja, gut, hier wohnt noch gar keiner, aber. Gut, Schaufel machen wir nicht. Gedrückt halten, um aufzunehmen. Nee, ne? Na, der kommt bestimmt weg. Der Skill ist vielleicht ein bisschen sehr aufwendig gewesen, oder? Was soll denn das? Das ist doch kaum Rechenleistung. Einmal vergrößern, einmal wieder verkleinern und verschwinden lassen. Mein Gott, was soll denn das? Na gut. Na gut, na gut. Ich bin ja mal nicht so. 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 Alles weg, das kommt alles weg. Und wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt, den wir vielleicht sogar noch einsetzen könnten. Weiß ich nicht, mal gucken. So. Und hier ist noch eine kaputte Palette. Da drüben haben wir auch noch ein bisschen. Ach, hier ist auch noch was. Zack. So. Hier ist noch ein paar Kartonagen. Etwas Altglas, ein paar Müllsäcke. Das soll alles bleiben? Warum? Na gut. Reinige Beschmutzung. Wir haben keinen Wischmopp. Nehmen wir Gartenschlauch. Hey, geht ja. Das ist cool. Das ist optimal. Was will man denn mehr? Ja, super. Super. Auch noch ein paar. Das ist bei unseren Fußspuren, ich hoffe nicht. Cool. Sehr schön. Gut, mehr in den Rasen, da haben wir nicht so wahnsinnig viel von. Streue Decke, tralala. Ach nee, schon wieder Deckenstreu noch. Nein. Die Schaufel. Aha. Da muss übrigens nicht gegraben werden, habe ich mir mal sagen lassen. Habe ich mal irgendwo gelesen. Mann, was bin ich froh, dass wir keine Schubkarre haben. So schauen wir das bestimmt alles in unsere Hosentasche oder in unser eigenes Wohnzimmer. Ja, wow. Ist ja fast wie ein Echo. Na, da geht es ein bisschen schneller. Kann ich mir die Riesenschaufel aus Echo hier reinholen? Das wäre schön. Ja, das wäre doch wundervoll. Guck gleich mal, was für einen Skillpunkt wir gekriegt haben. Das würde mich schon mal interessieren, was wir denn verbessern können beim Aufräumen. Denn da aufräumen, das Aufräumen haben wir nämlich schon komplett verbessert, soweit ich mich erinnern kann.
Da ist immer noch so viele Flaschen hier zwischen. Ach, und drunter und überall. Ach, du ahnst es ja nicht. Na gut, kein Wunder, dass ich das nicht komplett hingekriegt habe gerade. Ach, Pizzaschachtel, glaubst du denn? Ob da noch was Leckeres drin ist? Wäre eine Untersuchung wert. Das wäre eine Untersuchung wert, aber ich traue mich nicht. So, das ist schon mal weg. Die schon gut. Hier auch noch. Ach man. Da muss auch gebuddelt werden. Da hinten. Ah, ist okay. Werde ich mir alles merken. Ich setze es auf die Rechnung. So. Na gut, wir kriegen es ja auch bezahlt. Von daher. Wenn auch nicht unbedingt jeden Spatenstich, aber jeden Hucken. Jeden Hucken, den wir wegbuddeln, kriegen wir bezahlt. Sehr gut. So. Gut, das kann ich nicht buddeln. Alles da. Jetzt ist weg. Gut, sehr gut. Machen wir den Müll nochmal auf. War vielleicht ein bisschen viel für den... für die Engine hier. Was wir verteilt hatten? Ich glaube ja. So, hier ist auch noch ein bisschen was. Ein bisschen Scharott. Ein bisschen Flasche. Ach, hier ist noch ein Haufen. Ach, noch ein Haufen. Diese Häufchen überall. Glaubst du es denn? So. Hier hinten ist noch eine Folie. Ein Axel. Ah ne, wir brauchen ja hier Schaufel. So. Dann ist jetzt auch alles fertig. Super. Entfernen Unkräuter. Ja, natürlich entfernen wir gleich die Unkräuter. Na sicher. Weil es so schön ist, jedes Unkraut einzeln rauszureißen, aber ein Außenfitnessstudio, ich weiß es ja nicht. Na gut. Was bin ich, mich da einzumischen in die Ideen anderer. Oh, Gartenschlauch, Moment. Irgendwie ist unser Wischmopf wesentlich schneller. Ach, ich wollte dann am Skillpunkt gucken. Schnelle Händchen. Das Aufräumen geht schneller. Ja, gut. Das ist das Einzige, was wir machen können. Hier haben wir noch einen Punkt. Antwortung der Aufträge, minus 5%. Alles klar, das war's auch schon. Gut. Da drüben noch. So. Entferne Unkräuter. 96%. Jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wo dieses einzelne Unkraut hier noch irgendwo steht. Ach, wird ja angezeigt. Hier soll es irgendwo sein. Hier, irgendwo. Da. Da steht noch mehr. Wo soll hier noch mehr sein? Hieß es nicht, es wird alles auf der Minimap angezeigt? Das haben wir doch vor kurzem erst geskillt. Vor ein paar 100.000 Folgen. Axt ist noch nicht verfügbar. Immer noch nicht. Na, was soll ich? Brauchen wir auch gerade nicht. Entfernen Unkräuter. Unkräuter. Hier ist ein Unkraut. 60%. Was glaubst du denn? Ist das ganze Gelände mal ablatschen? Ist unglaublich. Hier ist nichts mehr. Hier ist noch was. Aber es ist wieder ein gesonderter Bereich hier. Hier.
hier eine Ecke. Ernsthaft? Das waren so ein paar Eckenkräuter. Ach, na sicher, na sicher. Entfernen Unkräuter. 78%. Und mehr sehe ich hier wieder nicht. Das ist ja echt, eigentlich schon wieder Unverschämtheit. Unkräuter. Vielleicht sollte ich erstmal mähen. Dann sehe ich wieder auch, wo hier noch Unkraut steht. Hier zum Beispiel stand noch eins. Das war das Einzige, was noch gefehlt hat. Gut. Und hier? Ich sehe es nämlich nicht. Ich bin blind. Gut, dann nehmen wir mal einen Trimmer. Wie ihr gesehen habt, ich hatte recht, es ist nur ein Trimmer, es steht mittlerweile schon da. Es stand vielleicht sogar schon vorher da, weiß ich nicht. Ach hier, hier vorne stehen noch die letzten zwei Unkräuter. Unkräuter. Sorry, Unkräuter. Sorry, das war jetzt natürlich nicht ernst gemeint. So. Was das mal? So. Hier jetzt noch, da noch und da vielleicht noch so ein bisschen durch. Irgendwie kommen wir noch drunter, unter das ganze Gehänge und das ganze Geäst. Noch hoch das Leibchen und dann wird das mal schön geschoren. Jetzt soll ich mal von da anfangen. Ja, die Ecken lohnen sich nicht mit dem Rasenmäher, weil wir hier an jedem toten Feuerstein hängen bleiben. Deswegen machen wir es einfach mit dem Rasentrimmer. Das geht dann schon in Ordnung. Habe ich mit den Besitzern abgesprochen, dass die Finder völlig in Ordnung sind. Es ist okay für die. So, hier, da können wir nicht mähen. Warum, weiß ich nicht. Hier auch nicht. Keine Ahnung warum. Kann ich nicht sagen. Hauptsache unsere 100% werden voll. Alles andere interessiert mich ehrlich gesagt nur peripher. Ja, ist so. Sorry, aber das Spiel hat mich, in der letzten Aufnahme hat mich ja so geärgert mit der komischen Übersetzung. Da bin ich ein bisschen nachfahren. Sorry. Ist, dass du auch noch auf mich runterkommst, du. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Ah, oh, ich muss immer so gegen anschränken, gegen so komischen Rasenmäher. Und ich schreie nicht so gerne. So, wo haben wir denn jetzt hier nochmal? Ach, hier ist auch noch mehr. Ach Gott, jetzt brauchen wir den nochmal. Sorry. Hab ich übersehen. Ach, noch mehr Müll. Das ist ja fantastisch. Also ich kenne das ja eigentlich so, dass das Unkraut dann auch so weggefeuert wird. Auch von einem Rasentrimmer. Und nicht alles einzeln rausgezüppelt werden muss. Und Folie sollte eigentlich auf dem Rasen liegen und nicht drunter liegen. Also unter dem Mähgut. So, schauen wir mal. Haben wir hier noch Streudecke? Sand. Ach, nicht schon wieder Sand. Ach nein, nicht schon wieder Sand. Gras von der Rolle in der Gegend. Alles klar. Das heißt, wir können hier ruhig ein bisschen rumschmattern. Das ist gut. Ach, hier ist auch noch Unkraut. Noch zwei weitere. Eins, zwei. Gut, das war's mit dem Unkraut. Hier sollen wir auch Rollrasen verlegen. Das ist sehr gut. Nadelstrauch, breite, verstreute Form. Ja, ja. Und hier sollen wir wieder Gehsteige ordnen. Ordnen. Vor allem ordnen. Und hier, guck mal, mittlerweile steht ja sogar, wird hier sogar angezeigt, wie wir so ordnen sollen. Guck keiner an. Gut. Alter, und ich kann echt nachtragend sein, das kannst du mal glauben. So, haben wir hier noch irgendwo
Entfernen Hundehütte. Alles klar. Hundehütte, Gatzdeck. Weg damit. Nachttisch Hermes. Wird da hinten irgendwo einer sein. Wenn Hundehütte nicht gebraucht wird, wird der Napf bestimmt auch nicht gebraucht werden. Das ist dieser komische Hermes, ne? Das ist war der Hermes. Gut. Sonst sollte man hier nichts entfernen. Und hier. Hier. Entfernen klassischer Stuhl. Und Couch Akiak. Und nochmal Couch Akiak. Und wir Rollrasen. Ach, super. Rollrasen, das ist schön. Das heißt, wir können hier richtig schön rumschmaddern. Ordne Doppelstein. Betonstein Doppel-T. 16. Wahrscheinlich drumherum. Wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Ist auch nicht schlimm. Das heißt, wir können hier richtig schön rumschmaddern mit dem Scheißsand. Das wird teuer. Das wird den ordentlich was kosten. Gut, fangen wir also an. Sand, normaler Sand, ne? Ganz normaler Sand, alles klar. Normaler Sand. Sand. Sand, Decken. Sand, Deckensand. Quadratsand. Nehmen wir Quadratsand, kaufe viele. Und so groß es geht. Natürlich. Hier möglichst nicht. Hier auch nicht. Also hier sollte man schon ein bisschen ordentlich sein. Das können wir auch durchaus machen. Das habe ich jetzt auch kein, da habe ich jetzt auch kein Problem mit. So, ja, bis hierhin. Ne? Ja, gut, alles klar. Gut, den Rest können wir hier einfach lang feuern, glaube ich. Das geht dann schon. Hier soll auch... Ne, hier müssen wir auch ordentlich sein. Das heißt, da muss ich gleich nochmal ein bisschen drüber... Kleiner. Dann müssen wir hier nochmal entfernen. So. So. Und so. Ja, komm, das geht schon. Das geht. Das ist okay. So. Nein. Nein. Kauf viele. Dankeschön. Also hier müssen wir noch aufpassen, ja? Pflanze. Ja, aber... Gut, der Beton, der wird ja hier ein bisschen, der wird bestimmt hier drum rumliegen, glaube ich. Oh ja.